Und da sind wir wieder zurück zur Pokémon Weißen Edition. Ich habe, weil ich geschaut habe, welches Level die hat, also die ist ganz schön stark, deswegen habe ich unsere zwei da auf 20 trainiert, weil die hat ein Level 20 Kuckmarder. Und jo, er hat noch zu. Ups. Er hat jetzt noch extra Zornklinge, gell? Ich meine, die werden wir. Weiß ich nicht, ob man die jetzt schon einsetzt. Ich denke nicht, weil wir haben die Kalklinge. Die ist jetzt besser. Ich hab's halt nur mal genommen. Falls uns ein, weiß ich nicht, Psycho-Pokémon über den Weg läuft. Haben wir auch was dagegen. Mich da nicht einmal mehr rein. So. Hereinspaziert, liebe Herausforderer. Ich bin Aloy, die Direktorin des Museums von Septana City und zugleich die Leiterin der hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie du, wie sich deine Pokémon weiterentwickelt haben, die du mit Herzblut herangezogen hast. Sehr schön. Also sie will uns auch gleichzeitig beurteilen, die Lehrerin da. Das mag ich gar nicht. Gar nicht. Oh oh, ich habe keine Bären gegeben. Na egal. Wird schon schief gehen. Shit. Oh ja, warte, ich kann das ja. Na, es bringt nichts. Sehr schön. Na? Anhand dieses Angriffs habe ich verstanden, was für ein Trainer du bist. Ja, ein Noobhafter. Weil wir machen nur eine Attacke. Und das killt dein Team gerade. Jetzt hat es den Kokomada. Wir werden wechseln. Ich werde den Schneider reinholen. Dass der Debuff quasi weg ist. Selbst in einer Situation wie dieser versuche ich noch alle Wege umzusiegen. Versuch mal Heuler. Vielleicht geht's ja daneben. Na, das wird er nicht überleben, der Schneider. Nein! Okay, dann kommt jetzt. Ja komm, ich hole ihn Barrier rein. Senke ihm seinen Angriff. Sehr gut. Und gehe gleich volles Risiko auf Bodycheck. Wehrt die Attacke ab. Mit was denn? Jetzt wehre ich die Attacke ab, passt. Also hat sich wieder ausgeglichen. Ja, ein Kraftschub bräuchte ich. Was habe ich mal schon gedacht? Ich wollte ihm extra eine Beere geben noch. Einmal würde ich es noch überlegen, es darf. Überlegen. Es da, überleben. Es darf nur kein Volltreffer werden. So. Und den Bodycheck dürfen wir dann auch nicht mehr überleben. Aber wir werden uns jetzt trotzdem einen Supertrank gönnen, oder? Oh ja. Gönnen wir uns einen Supertrank. Oder Tafelwasser, ist egal. Obwohl wir haben ja auch Slabos auch noch, also das können wir eigentlich nicht verlieren. So, Bodycheck. Diese verdreckte Dreckshypnose. So, Statusheilmittel, Maronbeere, Buddy. Ich komme nicht zum Angreifen. Weil der immer nur das Gleiche macht da mit seiner Hypnose und die trifft. Jedes Mal trifft diese Hypnose. Das darf es nicht sein. Weißt du was? Jetzt bleibe ich drin. Jetzt heile ich es nicht. Weil das gibt's ja nicht. Und tschüss, guck mal da. Aber wir haben es überlebt.
Orden Nummer 2. Jetzt habe ich nicht gelesen, weil ich mich am Orden konzentriert habe. Faszinierend, unbeschreiblich, was deine Pokémon im Kampf so alles auffahren. Du bist ein würdiger Trainer. Deinen Grundorden hast du dir redlich verdient. Und da haben wir den Orden da. Den Stab. Besitzt du zwei Orden, befolgen sämtliche Pokémon bis Level 30 deine Befehle. Ach ja, ich habe hier noch diese technische Maschine. Die ist für dich. Heimzahlung. Heimzahlung sorgt dafür, dass deine Stärke sich verdoppelt, wenn in der Runde zuvor ein Pokémon deines Teams besiegt wurde. Setzt du die Attacke geschickt ein, kannst du damit selbst starke Gegner besiegen. Schatz. Baldur, Schatz, zu Hilfe! Es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Diese Kerle von dem Plasma wollten den Drakoschädel stehlen. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Du komm, Karo, du kommst am besten auch gleich mit. Wie schnell der ist. Und sie auch. Und ich musste da hinten so. Ich wollte eigentlich noch Heimzahlung lernen, weil das ist jetzt nicht so eine blöde Idee. Wo haben wir es? Heimzahlung. Obwohl, das würde nichts bringen. Das würde nichts bringen. Oh ja, es ist schon von alleine 70 Stärke stark. Und es wird sicher stärker sein wie Tackle. Du hast kurz falsch gemacht, dass man nicht. Nein. Das gibt's ja nicht, wenn ich jetzt noch einmal verdrück, beiß ich meinen Finger ab. So. Ticket 50, ne? Tschüss. Falls nämlich auch jetzt, weiß ich nicht, irgendwer stirbt vor uns, setze ich im Buddy ein und der killt's dann auf jeden Fall. So, wo ist das denn? Plusmo? Da. Hey, ihr da! Jetzt lasst aber mal den Unsinn. Sieh an, die Arenaleiterin höchst selbst. Wir, Team Plasma, werden dem Pokémon schon bald die Freiheit schenken. Und dazu werden wir den Drakoschädel aus dem Museum an uns nehmen. Genau, jetzt ist mir irgendwas in den Hals reingeflogen. Um euch zu zeigen, wie ernst es uns damit ist, schnappen wir ihn euch direkt vor der Nase weg. Nun dann, Rauchwolke. Plasma! Plasma! Oh oh. Was zum Kuckuck? Wie, was, wo? Die müssen wir verfolgen. Ja, ich glaube schon. Aber ich wollte mir noch heilen vorher. Tagaloen. Na, wie sieht's aus? In letzter Zeit irgendwelche brauchbaren Fossilien in die Finger bekommen? Was machst du denn hier? Steckst du mal wieder in einer Schaffenskrise? Darf ich vorstellen, Karo? Dieser Knabe hört auf den Namen Ati. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber er ist der Arenaleiter von Stratos City. Nanu, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Du wirkst irgendwie so aufgewühlt. Gibt es irgendeinen Grund dafür? Und ob es den gibt? Eines unserer Ausstellungsstücke wurde gestohlen. Und da kommt die Belle auch schon. Sag mal, Karo, was ist das hier für ein Menschenauflauf? Und der Sharon kommt natürlich auch. Gibt's hier irgendwelche Probleme, Karo? Nichts Probleme. Wen haben wir denn da? Kennst du die zwei Racker? Sind das Freunde von dir? Bell und Sharon heißen sie also. Ach, die beiden sind also Trainer. Dann teilen wir uns am besten auf. Ich werde mich in dieser Richtung umsehen. Und jetzt zu euch beiden. Euch würde ich darum bitten, hier im Museum zu bleiben. Sharon und Bell. Ati und Karo, ihr durchkämmt bitte zusammen den ewigen Wald. Alles klar? Ati, ich zähle auf dich. Geh du bitte voran. So weit, so gut, ich zähle auf euch.
Gut, gut. Karo lautet der Name, stimmt? Dann machen wir uns mal auf die Socken. Da draußen warten ein paar Diebe darauf, von uns gefasst zu werden. Ich möchte aber vorher heilen gehen. Halt, Karo, hier nimm das bitte mit. Dieses Itemradar habe ich von Vivian bekommen. Ah, sehr gut. Das werden wir gleich registrieren. Mit Hilfe dieses Itemradars kannst du Items finden. Sage ich Item, dann Item, egal. Die du mit bloßem Auge sonst übersehen würdest. Ihr wollt also, dass ich im Ernst hier nur das Museum bewache, richtig? Na gut, dann gehe ich halt. Hab zwar was Besseres zum Tun, aber egal. Ich bleib auch hier. Danke. 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 Denn jetzt können wir uns heilen gehen. Hoffentlich komme ich bald wieder. Ja, ich denke es mir auch gerade. Wem trainieren wir? Lassen wir mal Slabus vorne. Ah ja, das Itemradar. Wollten wir doch einstellen. So. Und das da müsste jetzt theoretisch, wenn ich jetzt auf Select drücke, Select drücken. Ah. Das ist ein cooles Itemradar, das ist sehr gut. Einen Belieber haben wir gefunden. Den lasse ich gleich aktiv. Aha, da auch was. Ein Hyperball. Cool. Wie gesagt, ich lasse den gleich aktiviert. Da ist auch ein verstecktes Item. Hallo, du Trainer auf Wanderschaft. Trainierst du deine Pokémon auch fleißig? Hier, ein kleines Geschenk für dich. Zertrümmerer, sag Kampfattacke. Mit der Attacke, Zertrümmerer, kannst du eventuell den Verteidigungswert deines Gegners senken. Die Arenaleiterin von Aloy hat ja lauter Pokémon vom Typ Normal und gegen die wirkt diese Attacken Wunder. Wäre ich nur rübergegangen. Wäre ich nur rübergegangen. So, egal. Ich lasse das einmal. Also, ich lerne das einmal. Ich lerne Spadi. Ah ja, Slabos hat eine neue Attacke. Obwohl, ist auch blöd. Ich will mal einen Bodycheck behalten, eigentlich. Der ist ziemlich stark. Na, dann lerne ich nicht den Body. Ich lerne es in Slabos. Statt was ist die Frage? Statt Tackle. Weil er braucht keine normale Attacke. Oder Aquaknarre, kann man ja vergessen lassen. Genau, er hat nämlich jetzt Zornklinge noch gelernt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt angesprochen habe am Anfang vom Part, aber er hat es auf jeden Fall. Ja, komm, verlieren wir Aquaknarre, was soll das? Den Dreck brauchen wir nicht mehr. Uns liegt der ewigen Wald. Wenn sie sich da hineinflüchten, macht das die Sache nicht gerade leichter. Bleibst du auf dem Pfad, geht's ganz fix. Biegst du falsch ab, gerätst du in ein natürliches Labyrinth. Findest du den Weg durch den ewigen Wald? Jo, ich denke schon. Eine Hellerin. Gehst du weiter in den ewigen Wald? Oder zum Trainingsfelsen. Naja, wenn du nicht stark genug bist, könnte beides eine Sackgasse sein. Und dann das Mäulchen ganz schön aufreißen. Die Pflegerin, was hat's denn? Ein Psycho-Pokémon. Na, dann lohnt sich schon einmal unsere Zornklinge. Mein Gott. Okay, Volltreffer können wir mal keine mehr machen. Okay. Oh nein, das auch noch.
Ah, mach mal lieber Knirscher. Scheiße. Schlaf jetzt ja nicht ein, Buddy. Nicht einschlafen, bevor wir nicht einen Biss durchgebracht haben. Ja, brav. Okay, Torklinge war mal für ein Popo. Na sowas, du bist ja richtig stark. Ja, ich habe 2 Orden, ich bin der Beste. Du bist richtig stark, dann werde ich mal dafür sorgen, dass dein Pokémon geheilt wird. Bip, bim, dim, düp, düp. In der Nähe des ewigen Waldes gibt es viele Pokémon mit Attacken, die einen vergiften oder paralysieren. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann sprich mich einfach an. Jo, aber zuerst holen wir uns noch was. Ein Äther haben wir gefunden. Was ist denn da unten noch? Ah, ich weiß schon. Na, die besiegen wir jetzt auch alle, bevor wir in den Wald gehen. Hey du Trainer, zeig mir mal dein Pokémon-Team. Ah, ich gucke es mir einfach an. Kleiner Scheißer. Scheißerin. Ein Wombol. Das war's. Ist das Pflanze? Egal, tausch mal lieber auf den Body aus. Gott sei Dank. Und den Body juckt's nicht einmal. Aber das juckt ihm jetzt. One hit. Lil Minip. Lil Minip! Okay, der nächste Schrott. Wow, das war klasse. Ich wusste nicht, dass man Pokémon auch so trainieren kann. Wie? Ich verstehe es jetzt auch nicht ganz. Aber die wird uns jetzt heilen. Weil ich riskiere es sicher nicht, dass wir da immer wieder paralysiert sind. Hallo. Hey du Trainer, möchtest du auch mal mein Pokémon sehen? Ach, ich zeige es dir einfach. Nein, lass die Hose an. Ich will den Robin nicht sehen. Ein Kiesling hat er. Das ist ein Dreck mit... wie heißt's? Ich weiß jetzt nicht, aber Robustheit, ja. Das geht, das geht. Und zack. Durchgeschnitten, durchgeschnitten. Na, hast du mein Pokémon gesehen? Es ist ganz schön robust, oder? Ja, toll. Ein Superball haben wir gefunden, okay. So, aber im nächsten Part werden wir erst in den Wald gehen. Also bis dann, euer Zlavos. Tschüss.